Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Angespielt. Heute ein Spiel vom Google Play Store. Dungeon Village kostet normalerweise 4,99 €. Und wir werden es uns heute mal etwas angucken. Es sieht mir so ein bisschen aus erstmal wie Hero Park. Aber man weiß ja nicht. Wir haben auf schon mal Autosave, das finde ich gut. Town Name wird Adventure Town. Adventure Name ist Jane oder John oder Jane Dungeon, alles klar. So, ach, Ducky, Adventure Town, lass mal einfach mal, let's go. Hallo, ich bin Assistent. So, was haben wir? Wir sollen etwas Neues bauen. Wir sollen erstmal den Armor Shop kaufen. Ist eine Katastrophe, die Steuerung. Okay. Appeal ab und Appeal ab, alles klar. Da wurde der Armor Shop gekauft, gebaut, alles klar. Wir haben 1000 Gold dafür bezahlt. Wir sind aktuell in Jahr 1, Monat 4, Woche 1 scheinbar, ne? Also wir haben schon ein paar Tage scheinbar gespielt. Oder schon hinter uns. Tja, das ist das andere, was ich bauen soll, habe ich vergessen. Nicht zu viel weggeklickt. Info. Income. Wir haben sogar noch Einkommen, das ist ja cool. Okay. Mal weg. Okay, es wird nach und nach langsam gebaut. Ah, der möchte sich jetzt ausrüsten. Und kauft wahrscheinlich in meinem Waffenladen 400 Gold. Ja, ähnlich wie Hero Park, muss ich tatsächlich sagen, ne? Hat was davon. Resting, okay. Ich will was bauen. Pfade, Remove, Vacant House, Sunflowers, Equipment General. INN habe ich doch aber eigentlich schon, ne? Weapon Shop, Armor Shop, Florist. Brauchen wir noch einen Blumenladen hier hin. Rotieren wir noch ein bisschen. Okay, scheinbar funktioniert es nicht richtig. Egal, let's go. Dann müssen wir hier nämlich noch... Gott, die Steuerung ist eine Katastrophe. Einen neuen Pfad bauen. Damit die nämlich auch zu meinem anderen Laden finden. Ne? Der restet noch, alles klar. Das kann man noch was Neues bauen, was wir noch nicht haben. Eine Bäckerei und einen Kuchenshop. Haben wir den Kuchen? Doch, einen Kuchenshop haben wir, glaube ich, schon, oder? Schauen wir mal. Ich klicke immer auf Save. Wie sieht der Kuchenshop aus? Habe ich schon, naja, alles klar. Alles klar. Dann warten wir jetzt auf Gold. Great. So, er kauft sich für 400 Gold Rüstung. Clown's Tribe. Yo, easy peasy. Und das Ding hat geöffnet. Und da ist ein Kampf außerhalb der Stadt. Oh nein. Acute and Jiggle Enemy. Wir können draufklicken, klar. Einfach nur als, als Information, die Popularitätsleiste unten. Ah, hier unten, poppt plus 20. Yay! Oh, John Dungeon, also unser Charakter betritt die Stadt. Sehr interessant. Wir haben 4 Erfahrungen bekommen, nice. Und jedes Mal, wenn die Erfahrung kriegen, kriegen wir auch Geld, stand gerade da. Können wir was aufrüsten? View Stock. Ja, schön für dich. Kann tatsächlich nicht viel machen, Mann. Nee. Ich kann mir das nur angucken. Aber ich kann es nicht verbessern. Use Item, statt Use Item. Ja. No Potato oder Self. Yay, plus 5 Quality. Wir haben eine Kartoffel drauf geworfen. Was haben wir hier? Mhm. Und wenn wir da 3 Papier bekommen, wa? Maintenance kostet. Okay. Safe, safe. Und jetzt kommen wir mehr Gegner. Kack, kack, kack,
Kakakiri. 100 Gold, nice. Und wenn sie eine Stufe aufstellen, kriegen sie halt Erfahrung und mehr HP und Attack, ne? So, kann man trotzdem noch was bauen. Nichts, was wir nicht schon gehabt hätten. Aber hier gab es irgendwo noch Adventure. Presence. So, wir können jemandem ein Geschenk machen. Und zwar John Dungeon können wir ein Eisenschwert schenken. Das sag ich ja, irgendwie so ähnlich wie Satisfactory plus 5 und Work plus 1. Hat ähnliches von Hero Park, nur dass wir hier noch mehr machen müssen, tatsächlich sogar. So, nu? Und wenn sie halt beschädigt sind, dann ruhen sie sich aus. Ich brauche mehr Leute, ich brauche Hunderte. Kann ich rauscrollen? Kann ich nicht. Was haben wir hier? Ah ja. What? Wieder 400 Gold für uns, sehr schön. Ja, weg, Alter. Spinne. Vielleicht würde ich ja was Neues bauen. Sunflowers Vakanthaus? Was ist Vakanthaus? I don't know. Probieren wir es mal. Die Health plus 1. Ansonsten, wir brauchen ja nicht mehr Gebäude von einem. Ist ziemlich egal, oder? Zunächst Level 48 Leute müssen da rein. Bis zum nächsten Level, alles klar. Gönn dir. Wir haben schon 560 Gold Profit gemacht. Kämpfen ja fleißig weiter. Okay, jetzt aktuell nicht. Ansonsten kämpfen sie aber fleißig weiter. Drei Resting Roll. 5330 Gold. Aber was kann ich mit dem Gold machen? Können wir in den Weapon Shop reingehen? View Stock Iron Sword. Kann ich höchstens machen, wenn ich dem. Warum habe ich Profit nur noch so wenig? Oder ist das das Tagesprofit? Ach komm, wir haben Income. Ja, okay. Jeden Monat müssen wir auch Geld zahlen. Star Rating Conditions. Popularity mal 300. Bell Bakery. Wir müssen eine Bäckerei bauen. Noch eine? Haben wir nicht eine Bäckerei schon gebaut? Oder haben wir schon gebaut. Info. Hier haben wir das Income, ne? Also das Einkommen auf 420 Gold durch Fabriken, insgesamt 420 und 549. Ach, das ist jährlich und das ist monatlich. Annual ist jährlich, monthly ist monatlich. Was soll ich machen? Systems, how to play high score, safe. Adventures. Nein, der hat schon das Schwert, der braucht es nicht nochmal. Ich hätte den anderen kaufen wollen. Bakery, Ich kann ein Blatt benutzen. Da wird erhöht die Qualität um 1. Aber wie kriegt ihr mehr von diesen Blättern? Was ist das eigentlich, ein Vakanthaus? Aber schnell so zur Miete, oder? Upgrade Town. Wir brauchen 300 Popular. Ach, guck mal, das brauchen wir alles. Alles klar. Events held. Also Events abgehalten. Und, ja, alles klar. Also es dauert ja Ewigkeiten. Holy moly. Boah, nerv mich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur warten. Wir sitzen jetzt einfach hier und gucken zu. Und mehr kann man nicht machen aktuell. Wenn wir hier sitzen, warten. Bis die Mehrgegner besiegt haben. Das ist irgendwie auch doof, oder? Das finde ich irgendwie nicht so schön. Remove, Vakanthaus, ja. Pff, der Rest bringt mir aber nicht viel.
Ah, das ist ja doof. Jetzt ist es extrem lange warten. Na, selber kann ich hier nicht viel machen, ne? Ich muss ja wirklich warten, bis die eine Popularität von 300 erreicht haben. Events. Cleaning Party, Boost Town Popularity. Price? 20 davon. Clean up to boost popularity. Die Reinigungsparty. Yay, Popularität boostet bei 10. Und ich brauche noch 174. Also das ist ja echt blöd. Wir brauchen 5000 Gold Einkommen im Monat. Wir müssen bei 350 Gold. Ich weiß gar nicht, wie wir das steigern können. Indem wir mehr Abenteurer haben oder einfach die Gebäude aufgerüstet werden, als sie teurer sind. Und 2 Events müssen wir halten und noch eine Bäckerei bauen. Habe ich doch aber schon. Das ist ja hohl. Ich habe eine Bäckerei, habe ich schon gebaut. Ich kann gerne noch eine daneben platzieren. Das war irgendwie nicht sinnvoll. Und sonst muss dann tatsächlich warten. Das ist ätzend. Das ist ein Idle Game, kann man sagen. Yay, yeah, Monster vernichtet. Sehr schön. Wir haben viel Wartung bezahlen müssen und so weiter. Das kostet alles Geld. Und wir haben mehr Popularity bekommen. Und diese Häuser da oben, die man dann für Popularität einsetzen kann. Mhm, Dexterity plus 1, der haut einfach ab. No, du bist doch meiner. Ah, hier ist ein Dungeon. Mhm. Na dann, let's go. Grotto Exploration kostet 1400 Gold. Easy peasy. I can do it. Yeah, let's go. Insgesamt 3 Leute. Lancelot und 2 weitere. Let's go. Start. Grotten-Expedition Aufgabe ist gestartet und es dauert 0%. Ja, gönn dir, Alter, 3 Jahre oder was? Okay. Ach, guck mal, die waren noch gar nicht drin. Ups. Okay, so geht's natürlich schon deutlich schneller. Hier sehen wir den Progress von unserem. Oh, einer ist, glaube ich, tot. Und die laufen ja nach und nach, Stück für Stück. Das ist ja cool, dass man sich das angucken kann. Jetzt müssen wir gegen ein Skelett kämpfen, der zweite ist tot. Und der dritte fliegt auch einen hohen Bogen raus. Heilung, Heilung. Ich bin geschlagen. Ach so, die heilen sich, guck mal. Sehr witzig. Okay, geht der nächste da rein? Mann, über Bord. Halte durch! Wir haben 260 Gold bezahlt, haben 590 eingenommen, 470 Gold minus gemacht. Oh ja, du musst noch wirklich viel handhaben. Oh, die heilen sich an sich automatisch. Ups. Und dann gehen sie wieder rein. Und wir sehen den nächsten. Und so weiter und so fort. Ne? Und man muss ja das hässliche Drecksvieh mal tot sein. Danke sehr. So, geht der nächste hin, oder? Ja, nice. Und der nächste. Oh, jetzt geht's fett ab. Schön gegen den Blob und dann nur noch einen Trank. Oh, das ist aber ein lila Gegner. Das ist bestimmt ein Bossgegner. Das ist bestimmt ein dicker, fetter Bossgegner. Ich hoffe, die beiden können den besiegen. Irgendwann noch sehen, was dahinter ist. Nope. Yeah. Weg mit dir. Zack, erledigt, du Lappen. Und jetzt haben wir noch 2 Kisten. Einmal eine rote und einmal eine blaue Kiste. Was ist in der roten drinnen? Ich habe ein Schlafkissen bekommen. Sleepy Pillow muss, also Pillow muss, glaube ich, ein Schlafkissen sein. Und der Dude erkundet jetzt ganz allein noch den Rest des Dungeons. Hier unten sehen wir weiter. Dass er schon bei 79% ist und gleich bei der nächsten Kiste ist und eigentlich kein Gegner mehr sein dürfte. Und er damit ganz allein diesen Monat 0 Gegner besiegt. Ja, wir haben halt einfach keine Gegner mehr, ne?
Also wir haben keine Einheiten mehr gehabt, die die Gegner besiegen. So, erledigt. Wuhu, 10 Erfahrung bekommen. Nice, alle drei. Probabilität um 20 geboostet. Wir haben ein Schlafkissen und einen scharfen Speer bekommen. Das ist natürlich auch cool. So, haben wir Farben bekommen. Leider keine Gegner besiegt in der Zeit. Keine anderen Gegner. Und könnten theoretisch... Ach ne, es sind aktuell keine Quests verfügbar. Alles klar. So, 300 Gold dafür, dass er besiegt wurde. Und die gehen wahrscheinlich auch resten. Nein. Die haben einfach ab. Ja, es sind Neuigkeiten über uns verteilt worden, verbreitet worden. Defeat the Monster Army, 1500 Gold kostet mich das, lass mal. Ja gut, Leute, ähnlich wie Europark, das hat auch diese Hochkant-Formate. Gefällt mir tatsächlich, ich mag Hochkant an sich nicht. Danger. Defeat the Monster Army. Bin ich halt nicht so ein Fan von dieser Oben-Ansicht. Nice to meet you, pew pew. Neues Monster, Pow Pow has appeared. Ah, war hier gerade irgendwo gewesen. Hier haben wir noch einen Gegner. Tja, damit würde ich sagen, meine lieben Freunde, das war's jetzt im Angespiel zu Dungeon Village. 4,99 € kostet das Game im Google Play Store, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich geschaut habe. Da muss ich lieber sagen, da würde ich Hero Park eher bevorzugen aktuell. Aus der Sicht, dass ich das halt auch schon mal gespielt habe, finde ich es irgendwie etwas... angehen. Und die sind Level aufgestiegen. Nice. Magic Attack HP ist aber auch cool, muss man sagen. Ja, ist wirklich sehr interessant. So, wieder Grotto bekommen wir. Können wir theoretisch Grotto noch machen. Da kriegen wir safe 2 Items und die kämpfen. Wir können die aber auch kämpfen lassen, um Geld zu verdienen. Das geht auch. Ja, zack, zack, zack. 50 Gold, 150 Gold. Die gehen wieder schlafen oder was auch immer irgendwann. Und ja. Ja, im Datum sind wir 70 Gold eingenommen, 2021 Gold hat es gekostet, 1650 Gold haben wir so plus gemacht, sehr nice. Und so geht es immer weiter, bis man weitere Stufen aufsteigt. Auf jeden Fall an sich ein interessantes Konzept. Wo ist denn der Town gewesen? Die Town, das Town? Ja. Weiß nicht, was dann auf dem zweiten Stern, auf dem ersten Stern passiert, wahrscheinlich andere Quests und alles. Mit dem Bakery irgendwie scheint das nicht so richtig gefruchtet zu haben. Ach, das ist beides das gleiche. Das ist natürlich auch cool. Bonus from surrounding facilities. Bakery appeal plus 10. Mhm, dafür, dass wir eine zweite daneben haben, erscheint das irgendwie 10% öfter oder so, ne? Dass sie da irgendwie was zu essen wollen. Ja, okay. Dann, ich danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das war's gewesen. Angespielt zu Dungeon Village. An sich ein interessantes Game, wenn es dieses Hochformat nicht hätte. Ich mag Hochformat an sich nicht. Das gefällt mir halt grundsätzlich einfach nicht. An sich ist aber ein interessantes Konzept. Kann ich tatsächlich empfehlen. Lustiges Spiel. Aber alles sehr, sehr, wie gesagt, wenn das Hochformat nicht wäre, wäre es, glaube ich, deutlich, deutlich cooler, muss ich dazu sagen. Tja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn es ein Querformat statt Breitformat wäre, Hochformat, dann würde ich vielleicht ein bisschen länger spielen. Aber so, ich habe zu wenig auf einen Blick, das mag ich nicht so, ne? Dass ich mit dir gerade rumscrollen muss, bin ich einfach kein Freund von. Danke fürs Zusehen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal bei Angespielt, da sehen wir uns dann wieder. Ciao!